Hallo Tanja, schön, dass du heute bei uns bist. Bevor wir anfangen mit dem Interview, ganz kurz ein paar Fragen, einfach mit dem einen oder mit dem anderen antworten. Forte oder Piano? Piano. Blaskapelle oder Bläserphilharmonie? Bläserphilharmonie. Neue oder alte Musik? Neue Musik. Masterclass oder Dirigieren im Fokus? Dirigieren im Fokus. Stravinsky oder Maslanka? Stravinsky. Toni oder die Studenten? Toni. Mit dem Bus oder mit dem Auto zum Konzert? Leider mit dem Auto. Eine Tür durch Asien oder durch die USA? USA. Und als letztes Bassklarinette oder Essklarinette? Aha, S-Klarinette. Sehr gut. In die Sehr hohen schön. Lagen. Ja, schön, dass du da bist. Wir freuen uns jetzt auf ein kleines Interview mit dir. Und es geht um Dirigieren im Fokus. Aber erstmal vorab, wie geht es dir? Mir geht es momentan den Umständen entsprechend eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Und hast du als Musikerin viel zu tun oder geht es zurzeit? Also es ist momentan, ich würde sagen, anders zu tun als normalerweise. Man hat natürlich die Option zu sagen, man tut momentan gegeben den Umständen wenig oder man nimmt sich neue Projekte, andere Projekte vor und dementsprechend geht es eigentlich momentan. Also ich bin gut ausgelastet. Ja, schön. Ja, sehr schön, das zu hören. Wie bist du zu die Bläserphilharmonie gekommen? Ich habe darüber lange nachgedacht, tatsächlich, was ich dazu sagen kann. Ich kenne Toni überraschend lang schon, also über 10 Jahre, das hat mich selber total schockiert. Und als er damals angefangen hat mit dieser Bläserphilharmonie, das war damals noch bei Big Sounds, war ich ab der ersten Phase dabei. Und ab dem zweiten Mal war ich dann als Konzertmeisterin dabei und ich muss sagen, ich habe zum Glück nur eine einzige Aktion verpasst, weil ich da terminlich einfach keine Zeit hatte. Aber ich bin froh, dass ich seitdem jedes Mal dabei war. Ich bin auch froh. Sehr schön. Warum Bläsermusik? ich bin groß geworden in Wertingen. Da gab es eine sehr, sehr, sehr gute Stadtkapelle und auch eine super gute musikalische Ausbildung. Und ich habe auch schon sehr, sehr früh anfangen dürfen, in der Bläserphilharmonie mitzuspielen und habe dadurch erleben dürfen, wie gut eigentlich Bläsermusik sein kann. Ich bin ja beruflich momentan in Reutlingen in der Philharmonie und spiele natürlich im Sinfonieorchester mit, was ich auch total gerne mache. Und da ist meine Rolle als Soloklarinettistin bzw. stellvertretende Soloklarinettistin natürlich eine andere als in der Bläsermusik. Aber ich finde es total interessant, in der Bläserphilharmonie mitzuspielen, weil diese Facetten, die ein Blasorchester bringen kann und auch diese Perfektion, die wir da hinbekommen, die Passion und jedes Mal auch die Leidenschaft, die ich da spüren darf, das ist natürlich grandios und macht tierischen Spaß. Und auch die Originalkompositionen, die für Blasorchester geschrieben werden, die sind unglaublich gut und ich finde, die können sich auch mit Sinfonieorchesterstücken auf jeden Fall messen. Und es ist für mich einfach ein anderer, wundervoller, schöner Zweig an Musik, die ich machen kann. Das ist aber sehr schön zu hören. Du hast fast die nächste Antwort gegeben, aber vielleicht willst du noch was dazu sagen. Was bedeutet die Bläserphilharmonie für dich? Ah, ja, stimmt. Ein bisschen vorweggenommen habe ich schon. Also für mich ist die Bläserphilharmonie eine Möglichkeit in einer begrenzten Zeit, also leider natürlich nicht das ganze Jahr, aber in der begrenzten Zeit, in der wir zusammenspielen, wächst so ein Orchester natürlich unglaublich zusammen. Auf dem hohen Niveau, auf dem wir spielen können, das ist unglaublich. Die Passion und die Leidenschaft, die dadurch entsteht, viele Freunde zusammenspielen. Also das sind Leute, die wir jetzt seit Jahren und über Jahre hinweg kennen. Und der Toni vorne als die schafft es auch jedes Mal im Orchester rauszuholen. Das ist unglaublich. Und das ist für mich wirklich jedes Jahr ein musikalisches Highlight, da mitspielen zu dürfen und mitspielen zu können, weil ich die Momente, die ich da nicht nur im Konzert, auch in den Proben öfter habe, die habe ich selten sonst im Berufsalltag. Wie würdest du jemanden erklären, der von Musik wenig Ahnung hat oder dich jetzt treffen würde auf der Straße und du ihm erzählen würdest, dass du Konzertmeisterin bist? Wie würdest du deine Aufgaben beschreiben?
Als Konzertmeisterin habe ich verschiedene Aufgaben. Es gibt die ganz offensichtlichen Aufgaben, die auch das Publikum mitbekommt. Das ist das Einstimmen. Das ist natürlich Job in der Probe. Was auch mein Job ist, ist der Austausch zwischen Dirigent und Orchester. Ich bin auch dafür verantwortlich, meines Erachtens, dass die Disziplin während den Proben auch aufrechterhalten wird und kann da auch vor oder während der Probe zum Orchester sprechen. Das ist als Konzertmeisterin natürlich auch einfacher als als Orchestermusiker. Was meine Lieblingsaufgabe ist im Orchester, ist der musikalische Austausch mit dem Dirigenten. Das heißt auch während der Probe mit dem Toni zu besprechen, wie sollen wir die und die Stelle spielen oder Vorschläge zu machen oder doch von ihm nochmal einen Tipp zu holen, wie hätte er denn die Stelle gerne. Das macht unglaublich viel Spaß, vor allem weil der Toni und ich, wie schon gesagt, sehr lange und ziemlich gut da zusammenarbeiten. Was auch mein Job ist, das ist aber nicht der Job als Konzertmeisterin. Ich bin als Konzertmeisterin natürlich auch die Stimmführerin der Klarinettengruppe, die für mich natürlich, weil es mein Instrument ist, mit das Herz des Orchesters darstellen. Und ich dann eben da dafür verantwortlich bin, wie spiele ich mit meiner Gruppe zusammen, aber auch sogar, wie spielt das ganze Orchester zusammen, wie können wir das alle zusammen schön umsetzen, was der Dirigent vorne macht. Also es ist sehr vielschichtig und macht unglaublich viel Spaß. Ja, da hast du sehr viel Verantwortung, natürlich. Und ja, da manche, die auch sehr viel Verantwortung haben, sind die Studierenden, die da auch vorne stehen. Was bedeutet für dich, unter den Studierenden zu spielen? Das ist für mich auch ganz viel Verantwortung, weil ich weiß, dass viele von den Studenten wahrscheinlich nicht mehr oder selten vor so einem qualitativ hochwertigen Orchester spielen. Und wir sind natürlich auch dadurch, dass wir mit dem Toni vorher viel zusammengearbeitet haben, darauf getrimmt, dass wir sehr viel umsetzen von dem, was wir vorne sehen. Und das ist für die Studenten, das haben wir beim letzten Wettbewerb mitbekommen, oft natürlich erstmal total überwältigend, sich vor so einem Klangkörper zu stellen und zu dirigieren. Und für mich ist das, zum einen freue ich mich riesig, weil man bei den Studenten einfach sehen kann, wie schön es für die ist und was das für eine tolle Erfahrung ist. Da war alles dabei von unglaublich glücklich sein. Ein paar waren auf einmal total verschlossen und waren total, wussten nicht wohin. Dann gab es auch die, die so überwältigt waren von den Gefühlen, dass sogar Tränen geflossen sind. Also es war unglaublich für uns da zum Sehen. Und ich sehe es aber dann auch andererseits wieder von der Wettbewerbsseite aus oder auch ein bisschen von, was können wir den Studenten mitgeben? Ich weiß im Berufsorchester, dass wenn ein Dirigent kommt, dass es für ihn sehr schwierig sein kann, wenn er da vorne nicht die richtigen Ansagen macht, wenn er nicht die richtigen Anzeigen macht und wenn er vorne nicht ernstzunehmend rüberkommt. Und das finde ich ist für die Studenten natürlich auch eine gute Erfahrung und ich hoffe, ich werde die dann auch machen, wenn ich jetzt an der Klasse auch anfange. Weil man im Orchester als Musiker ist es viel einfacher und das kennen wir. Und wenn man auf einmal vor dem Orchester steht, ist das eine komplett andere Herausforderung. Man muss auf einmal sofort alles aufnehmen können, diese unglaubliche Klangvielfalt, die kommt. Man muss aber wissen, was sage ich am besten, wie sage ich das am besten, was könnte ich während dem Dirigieren schon anzeigen. Und das ist auch mein Job ein bisschen als Konzertmeisterin, finde ich, da das Feedback zu geben und da auch ehrlich zu sein, auch wenn es vielleicht für meine Studenten dann sehr hart ist. Das ist für mich dann natürlich auch nicht einfach, so ein Feedback zu geben. Ich gebe natürlich auch dann nur positives Feedback. Aber ich hoffe, das ist für die eine super Chance. Ich bin auch gespannt, wenn ich dann mal davor stehe. Das wird für mich bestimmt genauso ein Schock sein und mir wird auch die Pumpe gehen, weil ich kann es mir noch nicht vorstellen, aber ich denke, das wird auf jeden Fall eine interessante und schöne Erfahrung. Du hast uns jetzt erklärt, wie es ist, unter den Studierenden zu spielen. Aber gibt es dabei auch ganz spezielle Herausforderungen für dich als Musikerin oder generell für das Orchester, wenn jetzt die Studenten vorn stehen und zum Beispiel jetzt nicht der Professor oder der Ausbilder sozusagen der Studierenden? Auf jeden Fall. Es ist sehr schwierig im Wettbewerb, weil die Zeitabstände, die wir haben für jeden Bewerber, die sind relativ kurz. Und man muss versuchen, als Orchester sich in relativ kurzer Zeit auf eine neue Person einzulassen. Und wir wurden ja auch angewiesen, beim letzten Workshop wirklich umzusetzen, was wir vorne sehen. Und das ist auch teilweise
nicht ganz einfach. Aber es ist für uns als Orchester natürlich auch eine super Herausforderung. Und das kann sowohl in die eine als auch in die andere Richtung gehen. Das kann in die Richtung gehen, wo man denkt, okay, gut, die 20 Minuten werden jetzt wirklich lang und wie können wir das umsetzen? Oder die 20 Minuten vergehen im Flug und man denkt sich, Wahnsinn, was ist das für ein guter Dirigent? Meistens schon in den unglaublich jungen Jahren und mit verhältnismäßig wenig Erfahrung. Wir sind es natürlich, wie gesagt, gewohnt, unter jetzt mit Toni oder beispielsweise unter Herrn Pallober zu spielen. Das ist natürlich eine ganz andere, die wir ganz anderen Erfahrungsreichtum, aus dem sie schöpfen können. Und die stehen natürlich mit einer ganz anderen Präsenz vorne, mit einer ganz anderen Personalität. Die stehen da und strahlen einfach diese Aura aus von, ich gehöre hier hin, ich mache das vollkommen natürlich und es ist für mich Arbeit. Also das heißt nicht nur Arbeit, sondern Routine. Und die Studenten, die vorne stehen, die nehmen zum Teil auch schon diesen Raum ein, die geben zum Teil auch schon eine unglaublich schöne und tolle Aura raus und ein paar, wie schon gesagt, sind natürlich total verängstigt und das merken wir als Orchester natürlich auch. Und das ist für uns auch sehr, sehr schwierig, weil wir müssen ja trotzdem versuchen, in diesen 20 bis 30 Minuten, die wir haben mit den Bewerbern, beziehungsweise mit den Wettbewerbsteilnehmern, dass wir mit denen was Gutes umsetzen können. Und das ist für uns auch jedes Mal eine Herausforderung, aber auch eine schöne Herausforderung, finde ich. Das ist aber gut. Du kennst ja auch das ganze Programm vom Dirigieren im Fokus 2021. Auf welchen Stück freust du dich am meisten? Jetzt, vor allem. Ich habe jetzt sehr lange auch über diesem Programm gebrütet. Ich habe mich mit Toni auch oft ausgetauscht, was meine Meinung ist als Konzertmeisterin, was ich dazu sage, was ich denke, was wir umsetzen können. Ich persönlich habe mich von Anfang an am allermeisten eigentlich auf der Good Soldier Schweig gefreut, weil das ein Musikstil und eine Musikrichtung ist, die ich sehr, sehr gerne mache. Aber auch alle anderen Stücke finde ich unglaublich interessant und unglaublich spannend. Wir haben ja eher klassische Kompositionen dabei. Wir haben die Dvorak-Serenade, wir haben von Mendelssohn das Nocturno dabei. Und dann haben wir eben auch diese Sachen, die mehr in Richtung neue Musik gehen, die, glaube ich, eine super Herausforderung werden, nicht nur für uns als Musiker, auch für die Dirigenten. Und ja, mal vielleicht springt dann am Schluss eine tolle Videoaufnahme oder eine tolle generelle Aufnahme dabei raus. Und das wäre halt unglaublich toll, weil, wie gesagt, ich habe in meinem Studium schon früh in Frankfurt, als ich angefangen habe, da gab es viel neue Musik und ich bin da einfach so mit reingerutscht und es macht mir unglaublich viel Spaß, das zum Spielen. Es ist eine ganz andere Herausforderung in Musik, weil natürlich andere Parameter wichtig sind. Man muss stilistisch das richtig machen, man muss oft natürlich rhythmisch sehr, sehr sicher sein und eine ganz klare Vorstellung haben. Es ist einfach was ganz anderes, die Dvorak-Serenade zu spielen oder The Gold Soldier Schweig. Und da freue ich mich tatsächlich am allermeisten, weil ich schon lange nicht mehr machen konnte. Wie gesagt, Corona ist auch für mich schwierig, was Konzerte angeht. Und ich durfte schon lange nicht mehr so Stücke aufführen und in so großen Besetzungen spielen, beziehungsweise so großen Kammermusikbesetzungen spielen. Und ich denke, das wird ganz toll. Das glauben und hoffen wir auch. Wir wünschen dir einfach viel Spaß beim Dirigieren im Fokus und bestimmt hören wir von dir nach. Vielen Dank. Ich freue mich. Tschüss.